Wer bist du und welche Lehre absolvierst du? Ich bin Olivia und ich mache VG im ersten Lehrjahr. Was sind die Hauptaufgaben als Fachfrau Gesundheit und was muss man deiner Meinung nach für Anforderungen erfüllen? Meine Hauptaufgaben sind ja, die Leute bei der Pflege unterstützen, auch bei der Nahrungsaufnahme und jetzt hier in der Psychiatrie halt auch einfach Aktivierung, mit den Leuten Spiele spielen, morgen spazieren gehen. Und die Anforderungen, die ich erfüllen muss, Empathie muss man haben, also empathisch muss man sein. Ich muss offen sein, freundlich, respektvoll. Halt so, das, was man eigentlich immer ein bisschen haben muss, finde ich. Was schätzt du am meisten an deinem Beruf, was weniger? Also am meisten schätze ich die Wertschätzung und die Dankbarkeit der Patienten negativ. Also wenn ich weniger mag, ist halt, es gibt so Situationen, die ein bisschen unangenehm sind. Aber da lernt man damit umzugehen. Gibt es Arbeiten, die nicht täglich anfallen, aber gleich erledigt werden müssen? Also ja, auf jeden Fall gibt es da so Sachen wie wöchentlich mal Blutdruckmanschetten und so putzen. Und dann gibt es auch Sachen, die alle Monate oder alle halbe Jahr gemacht werden müssen, die aber mehr so Reinigungsarbeiten sind. Kannst du uns etwas über die Schule und das Lernen mitteilen? Wie hast du dabei unterstützt? Ja, also in der Schule, man lernt ganz viel, es ist mega interessant. Die Lehrer unterstützen einem auch bei allem. Also man kann immer nachfragen, wenn etwas ist. Und auch hier im Betrieb kommt man ganz viel Zeit über, wenn man es braucht. Warum hast du dich für das SWA als Ausbildungsbetrieb entschieden? Ich wollte einfach unbedingt Psychiatrie arbeiten, weil ich ein mega spannendes Fachgebiet finde. Und durch das, dass ich im SWA eben Psychiatrie auch hat, habe ich mich für das entschieden. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied von der Arbeit von einer Frage, die im Spital arbeitet, und von einer Frage, die in der Psychiatrie arbeitet? Ich denke, der grösste Unterschied ist, dass man hier sehr viel mit Gesprächen und Aktivierung zu tun hat. Das heisst, im Spital bist du mehr so ein bisschen richtig Pflege, dort bist du medizinaltechnisch ein bisschen versierter. Und hier in der Psychiatrie bist du wirklich mehr darauf ausgesehen, dass du mit den Leuten ein bisschen Gespräche führst, ein bisschen einfühlsamer bist, ein bisschen mehr mit den Leuten zu tun hast, habe ich das Gefühl.